WDR. Wer wird Übungsleiter? Das ist eine Frage, die sich Sportvereine immer wieder stellen. Und das Schlimme, immer öfter bleibt die Antwort aus. Es will niemand mehr Übungsleiter werden und ehrenamtlich Sportkurse leiten. Vor allem Breitensportvereine wie der TV Olpe haben damit zu kämpfen. Und so sind Sportlerinnen wie Ira Schreiner eine große Ausnahme. Sie trainiert die Dance Kids im TV Olpe. Jeden Dienstagabend leitet Ira Schreiner die Dance Kids des TV Olpe. Es ist einer von vier Kursen, den sie jede Woche gibt. Die 33-jährige Mutter ist leidenschaftliche Tänzerin und schon lange im Verein. Aber als sie gefragt wurde, Übungsleiterin zu werden, war auch sie zunächst eher skeptisch. Ich habe auch so gedacht, ja, Unterricht mit denen, wie soll das funktionieren, und wusste es nicht. Und dann habe ich mich bequatschen lassen, bin dann eingestiegen, war auch von Anfang an eigentlich nicht ganz so leicht. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, da kommt unheimlich viel zurück. Die Kinder, die kommen gerne, das passiert, da kommt einer, bringt ein Bild mit, so unter dem Motto, oh, hier für dich. Und dann merkt man auch ganz schnell, ja, es lohnt sich, es macht richtig Spaß. Ira Schreiner steckt viel Zeit und Arbeit in ihre Tanzkurse. Dieser hier ist einer von über 100 Kursen, die der TV Olpe anbietet. Geschäftsführerin Edith Klein und Vereinsvorsitzende Raffaele Voss sind stolz auf das breite Angebot. Immerhin gibt es 14 Abteilungen. Mit 2800 Mitgliedern ist er einer der größten Breitensportvereine der Region. Und trotzdem hat der Verein ein Nachwuchsproblem und ist immer auf der Suche, vor allem nach jungen Übungsleitern. Es ist ein zeitliches Problem. Junge Leute brauchen Zeit, um sich auszubilden, fortzubilden, auch selbst den Sport zu üben. Und indem gesellschaftliche Herausforderungen auch längere Schulzeiten mit dazu beitragen, dass die nicht mehr das Zeitvolumen aufbringen, brechen uns auch Übungsleiter in bestimmten Abteilungen ab. Es hat auch was mit der Entwicklung bestimmter Sportarten zu tun. In Trendsportarten fühlt man sich eher motiviert als in traditionellen, wie zum Beispiel Schwimmen, wo wir ganz dringenden Bedarf haben, dass sich da Mädchen und Jungen engagieren. Aber auch ältere Übungsleiter werden händeringend gesucht, denn auch denen fehlt neben Beruf und Familie die Zeit. Und Bezahlung gibt es auch so gut wie keine. Ira Schreiner macht ihre Kurse mehr oder weniger ehrenamtlich. Als einfache Kraft erhält sie pro Stunde eine sogenannte Aufwandsentschädigung von 7,62 Euro. Aber das steht für sie nicht im Vordergrund. Sie bedauert die fehlende Bereitschaft. Ich finde es schade. Für mich ist das so. Ja, ich bin selber so aufgewachsen, das gehört für mich einfach dazu, so ein Vereinsleben. Und wenn ich mir vorstelle, das gäbe es nicht mehr, es gäbe keine Leute mehr, die in die Vereine kommen und sagen, wir machen das, auch für wenig Geld und sowas. Einfach da zu stehen und zu sagen, das macht mir Freude, ja, wäre schade, wenn es das nicht mehr gäbe. Der TV Olpe hat Ira Schreiner das Vertrauen geschenkt. Sie hat zwar keinen Übungsleiterschein, dafür hat sie aber schon an einigen Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen. Das ist dem Verein wichtig, deshalb unterstützt er dabei seine Übungsleiter. Wir bezahlen also die Ausbildung und auch später alle Fortbildungsmaßnahmen, gehen damit dann natürlich im Vertrag ein, dass ihr 2, 3 Jahre als Übungsleiter dann bei uns im Verein tätig sind. Falls sie das mal nicht können, wird ein Teil wieder zurückbezahlt. Aber wir wollen natürlich gut ausgebildete, qualifizierte Leute haben und deswegen gehen wir da finanziell auch ein. Klar ist, als Übungsleiter braucht man vor allem eines, Zeit. Ira Schreiner nimmt sie sich. Es sind manchmal wirklich viele Stunden. Mein Mann ist dann schon mal ein bisschen irritiert, so, warum tust du das? Aber ja, ich glaube, es ist Leidenschaft. Man muss dahinter stehen, man muss es gerne machen und ja. Für die Kinder ist der Kurs ein Glücksfall, denn Übungsleiter wie Ira Schreiner gibt es immer weniger. Genau, Wiebke Schandelle vom Kreissportbund in Olpe weiß das, dass das so ist. Und da sind alle Vereine von betroffen, große wie kleine? Ja, durch die Bank weg, da gibt es keinen Unterschied, groß, mittel, klein oder ähnliches. Das trifft wirklich alle. Die Leiter fehlen. Ist es denn immer wirklich nur das Zeitproblem? Oder denken Sie, durch finanzielle Anreize könnte man da noch mal ein bisschen was schaffen? Sicherlich sind finanzielle Anreize auch ländlich bei uns, Südwestfalen, ein Thema. Wir müssen uns einfach da bewusst sein, dass es nicht das einzige Thema ist. Damit kann man ein bisschen was stopfen. Es ist wirklich tatsächlich ein Zeitproblem. Wenn wir uns angucken, wann die in den Einsatz kommen müssen, mit Familie, mit Beruf und all den Dingen, muss das noch vereinbar sein. Es ist ein Anfahrtsproblem, es ist ein Hallenzeitenproblem. Da kommen ganz viele Dinge mit rein. Das hört sich erstmal so an, als könnte man das Problem gar nicht lösen, weil das Zeitproblem ist ja ein gesellschaftliches, oder?
Es gibt ganz viele Lösungsansätze. Was gibt's für Ansätze zum Beispiel? Die Vereine müssen sich, glaube ich, nochmal auf den Weg machen, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das heißt, sich einerseits wirklich zu überlegen, habe ich andere Honorierungsmöglichkeiten für meine Übungsleiter? Sind es die 7,50 Euro oder kann ich mit weiterem Spielraum vielleicht neue Übungsleiter gewinnen? Das ist gerade bei den Jüngeren, für die Verdienst nun mal heute eine Rolle spielt, eigentlich ein Thema, das wir angehen müssten. Der zweite Bereich ist ganz klar, dass man einfach sagen muss, Sporthallen, Sporthallenzeiten, passt das mit dem, was wir zur Verfügung haben, noch in den Rahmen, den beruflich, familiär oder ähnliches die Übungsleiter leisten können. Wenn die bis 4, 5, 6 Uhr arbeiten, mit Schule, Beruf und all diesen Dingen, stehen die uns nicht um 3 Uhr in der Halle, wenn wir die brauchen für Ganztag, Kindergartenbetreuung oder ähnliches. Aber in die Nacht kann man ja auch nicht gehen, ne? Also ist ja schon begrenzt, das Richtig. Angebot, was man da dann zur Verfügung hat. Ja. Was sehen Sie denn noch als Lösungsvorschläge für die Zukunft? Müssen Vereine nicht vielleicht auch professioneller werden, indem man einfach sagt, wenn Not am Mann ist, dann muss eben ein gut bezahlter Trainer her, ein Profi? Das ist im städtischen Bereich Rhein-Ruhr-Schiene sicherlich schon fast gang und gäbe oder zumindest deutlich mehr ein Thema. Da müssen wir bei uns noch hinkommen. Das wird für die Zukunft definitiv ein Aspekt sein. Professionalisierung auch im Sportbereich. Da haben wir in den letzten Jahren geschlafen. Da sind sicherlich die Fitnessstudios ein Stück weiter an uns vorbeigezogen, wenn wir davon in Südwestfalen auch noch nicht ganz so viele haben. Mhm. Wir haben gute Chancen. Wir haben noch Gemeinschaft, wir haben Tradition, wir haben Werte, auf die wir setzen können, auf die wir aufbauen können. Neben Professionalisierung im Sportübungsbetrieb brauche ich das aber genauso im Bereich der Vorstandsarbeit, Geschäftsstellenarbeit oder ähnliches. Das heißt, es trifft auch alle Bereiche im Verein. Also das Herzblut. Vielen Dank für die Informationen. Und hier geht's weiter mit unseren Tipps und Terminen.